sage ich Servus und Hallo aus Bad Bründelholz, dem Brindlewood Bay Ableger in Bayern, und willkommen im zweiten Teil von Strohhut im Schilf. Und ich habe, wie versprochen, den passenden Strohhut aufgesetzt. Aber das spielen wir heute ja nicht nur mit mir als Spielleitung, sondern natürlich mit meinen werten Mitspielenden. Und ja, ich würde einfach sagen, wir schließen einfach nahtlos an die letzte Szene an. Wir hatten ja geschlossen, dass ihr beim Mittagessen im Goldenen Hirsch in Bad Bründelholz eure Fälle zusammengeworfen habt, eure Verdächtigungen. Was habt ihr gerade an Ständen? Welche Hinweise habt ihr? Und ja, es ist Sonntag. Heute habt ihr noch einen Tag Zeit. Am Montag ist noch Wochenende und am Dienstag kümmert sich die Polizei um den Fall eines Toten, der auf der Bank am Würmersee aufgefunden wurde. Wir haben bereits Montag. Wir haben den Toten am Sonntag gefunden. Stimmt. Jetzt ist Montag Feiertag. Genau. Okay, dann bin ich jetzt gerade drin geraten. Genau. Ja. Danke für den Hinweis. Meine eigene Zeitlinie habe ich schon nicht mehr im Kopf. Hat ja schon gut losgeschrieben. Gut, dann, wie gesagt, wir haben jetzt Mittag rum und ihr könnt meine werten Mitspielenden. Abigail, Lizzie, ihren Namen nicht kennen. Das macht jetzt gerade ein bisschen tricky. Was habt ihr vor? Schwierige Fälle. Das Einzige, was mir nicht ganz in den Kopf will: Wer würgt einen toten Mann? Weil der Gerichtsmediziner, der Schorsch, meinte, der Mann sei erschlagen worden und nicht erwürgt. Vielleicht ja beides. Sollte es eine Ablenkung sein? Vielleicht hat jemand ihn aus Versehen mit einem Stein erschlagen und wollte es dann noch irgendwie anders aussehen lassen und hat deshalb ihn noch erwürgt? Das waren zwei. Zwei Täter. Nicht mit einem Stein, sondern mit einer Kamera. Ich hätte jetzt eher gedacht, mit dem verlorenen Ruder. Wir sollten uns die Ruder von dem Ruderboot ansehen. Wo ist dann die Kamera? Kamera. Welche Kamera meinst du? Das Opfer hat doch eine Kamera. Seine Frau hat uns erzählt, dass der zum Fotografieren ausgegangen ist. Aber da war nirgends so eine Kamera. Die muss irgendwo sein. Ja. Vielleicht hat er irgendwen oder irgendwas fotografiert. Irgendwas, was er nicht sehen sollte. Ja. Vielleicht sollten wir uns am See nochmal umsehen. Das ist so schlammig. Ja, dann zieh dir halt Gummistiefel an. Ja, ihr habt doch alle Gummistiefel, oder? Ja, klar. Ja, sind nur so kleine für den Garten, aber ich denke, die werden reichen. Das geht schon. Wir gehen ja den See rein, oder? Ja. Vielleicht finden wir im Schlamm auch dieses Foto von diesem Vogelgucker. Also sein Notizbuch. Er sagt, er hat es verloren. Genau, die Tagesaufzeichnung. Wir sollten unbedingt nochmal zum See, ja. Ja, dann auf zum See. Okay, dann bewegt ihr euch. Vorher umziehen und dann zum See. Und wir holen erst alle unsere Gummistiefel und dann treffen wir uns am See. mit dem Fahrrad wahrscheinlich dorthin, oder? Ja. Mit der Vespa, ja. Ich leih mir von meiner Schwester nur so einen Kittel aus. Ja, wenn du dann entsprechend bei dir zu Hause bist, guck dich deine Schwester auch so an, mustert dich von oben bis unten. Warum warst du eigentlich gestern im Schwimmbad und hast nicht mal Hallo gesagt? Ah, geht da, da ich stehe. Und bin auch so draußen. Ja, sie schreit dir nur hinterher. Hast du schon wieder was zu verbergen?
Nein, ich bin eh gleich wieder da. Am Schluss hast du triffst du dich heimlich mit Mannsvolk. Bleib ich stehen, dreh mich um. Und wenn, würde sie nichts angehen. Okay. Gut, dann radelt oder fahrt ihr entsprechend wieder zurück an den Würmersee und ja, dort wart ihr in der Früh gewesen, um nochmal die Parkbank anzuschauen. Mittlerweile steht da ein Streifenpolizist am Schauplatz, ein jüngerer Bursche, der da an der Ecke steht und alle Wege Richtung Schilf zu dem Tatort kontrolliert. Und wenn er euch da, guckt euch nur an. Hier nicht entlang. Polizeirische Abteilung. Kennen wir den jungen Burschen? Initial nein. Das ist ein relativ junger Bursche. Er wirkt auf euch jetzt auch nicht allzu erfahren. Vielleicht ein neuer Polizeikandette. Schauen wir den mal ganz genau an, so dass er bemerkt, dass ich ihn von oben bis unten anschaue. Und gehe mal so fast um ihn rum. Schau so an. Er richtet sich, also wenn du rumgehst, noch merklich auf und versucht sich größer darzustellen, als er ist. Also Rücken noch gerade durchbeugt. Stimme vor ihm hin. Wenig Bartbehaarung. Und ja, guckt euch, versucht dir zu folgen, ohne sich dabei den Hals zu verrenken. Sie sind neu, ne? Ganz ein neuer Kleiner. Und hat der Walter so wen gefunden, der für ihn am Feiertag hier aufpasst? Natürlich, er tut das ja nicht selber. Okay. Du bist sicher erst vor kurzem dabei, oder? Wenn du uns nicht kennst, dann bist du ganz frisch dabei. Mir wurde gesagt, dass der hier aufpassen soll, irgendjemand hat den Tatort betreten. Wann? Im Laufe der letzten 24 Stunden. Skandal. Der Walter wieder. Ja, gleich sein Neugierig, wenn da keiner steht. Der Walter. Der Walter ist ja der Polizist. Der darf hier rein. Ja, aber der hat bestimmt... Polizeimeister Gräber meinte nur, es wäre sinnvoll, hier aufzupassen. Das haben wir ihm gestern auch gesagt. Es freut mich, dass er auf unseren Rat hört. Ja. Das tut er nicht allzu oft. Haben Sie denn hier schon weiter gesucht? Nein. Das ist schließlich ein Tatort. Und ich soll diesen Tatort nur bewachen. Ah, Sie können doch bestimmt... Ja, wo ist denn die Spurensicherung? Ja. Die war gestern hier. Aber wenn hier die weiteren Auswertungen stattfinden sollen, muss der Tatort auch weiterhin so erhalten bleiben, wie er ist. Wie groß ist denn der Tatort, dass man da drum rumgehen kann? Ich soll hier auf die drei Eingänge achten, dass hier niemand reinkommt. Drei Eingänge für Ahn. Ja, die führen ja alle letztendlich zu derselben Ecke. Was für drei Eingänge? Ja, ins Schilf. Du weißt schon, dass es dann auch einen vierten gibt, den über den See. Guckt leicht verwirrt. Aber wir wollten doch heute so gerne ein Schilf. Das ist ein Naturschutzgebiet. Es sollte eh niemand in den Schilf gehen. Ja. Vögel gucken? Ja. Ein bisschen. Nur so ein bisschen. Können Sie das nicht einfach auf der anderen Seite vom See tun? Ich habe den Herrn Walter Kover schon weitergeschickt. Wen? Ach so. Den Ornithologen da. Denn? Mit dem Glas. Ja, er wollte sich auch wieder ins Schiff begeben. Ich habe ihm gesagt, er darf hier nicht rein. War er denn da? Zur Mittagszeit rum, ja. Also vielleicht jetzt so ein bis zwei Stunden später als wir. Ja. Hat er gesagt, wo er hingeht? Er meinte dann, er sucht sich eine andere Stelle am See. Und in welche Richtung ist er dann gegangen? Links rum. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Ich muss hier aufpassen.
Ist ja auch wichtig. Aber er ist schon ein Verdächtiger, das weißt du, oder? Also vielleicht sollte man ihm lieber folgen. Dann müsste ich aber heute sehr vielen Leuten folgen. Ich habe schon der Familie im Pröpstl schon gesagt, der Tatort sollte nicht aufgesucht werden. Und ich hätte darum gebeten, dass keine weiteren Badegäste bitte hierher geschickt werden könnten. Ach, die Frau Pröpstl war auch hier. Ja, war auch hier. Und die Tochter vom Pröpstl, war die auch da? Nickt. Und vertritt dann die Augen. Also wenn sie jetzt auch noch hier ewig lang hier die Zeit stehen, dann... Ja, was wüssten sonst da? Ist ja sonst keiner. Stapft dann ein bisschen unweit zum Auto, zieht weiteres Polizeiabsperrgall an und fängt an, den Bereich noch weiter abzusperren. Eine Frage noch, zwei Fragen noch, junger Mann. Bleiben Sie stehen. Der Sportlehrer auch hier. Dann hätten wir alle zusammen gehabt. Wer interessiert sich für den Sportlehrer? Ich möchte lieber wissen, wann ist Fräulein Tochter und die Frau Mama zusammen hier oder getrennt? Getrennt? Warum? Nur so. Und wie ist Ihr Name? Für den später nochmal. Stefan Holm. Der Stefan. Gut, den Namen werde ich mir merken, junger Mann. Also wir können jetzt nicht ins Schilf. Nein. Der junge Mann lässt uns nicht. So kurze Frage. Kann man einmal rund um den See gehen? Klar. Oh, dann gehen wir doch außen rum. Wir können uns auch das Boot nehmen und uns von der Wasserseite her nähern. Er kann ja schlecht Absperrband übers Wasser ziehen. Ah, aber da sieht er uns vielleicht. Ja, der kann uns ja sehen. Ja, der guckt ja in die andere Richtung. Das Schilf ist relativ hoch. Ich finde die Bootsidee hervorragend. Außerdem wollte ich mir ja die Paddel ansehen. Ja, dann schauen wir mal, ob alle Paddel überhaupt da sind, oder? Der Gorbin hat ja das zweite Paddel gefunden, aber ich möchte gucken, ob... Ja, gefunden, gell? Ja, vielleicht hat er es wirklich gefunden, nachdem... Der das Paddel benutzt hat und wieder weggeworfen hat. Aber wenn das Paddel irgendwie eine verdächtige Delle hat, dann das wissen wir. Oder den Nachspruch. Hast du ein Spurensicherungskörperchen dabei? Das wird schwierig. Dann sollten wir mal durch Schilf drumherum gehen. Da müssen wir den Schorsch fragen, ob er das für uns herausfinden kann. Von der Gerichtsmedizin? Wie bitte? Meinst du den Mann von der Gerichtsmedizin? Ja. Wenn ich irgendwie ein großer, verdächtiger Blutfleck drauf ist, muss er das herausfinden, ob das die Waffe war. Ja, aber wird da nur was drauf sein, wenn man damit rudert? Weiß nicht. Einfach mal gucken. Ich habe mal gehört, da gibt es so komische Lampen, was man da dran halten kann, dann leuchtet es so auf. So was brauchen wir noch. Definitiv. Dann sollten wir uns durch Schilf drumherum schleichen. Ich dachte, wir wollten das Boot nehmen, um ins Schilf zu fahren. Dann müsst ihr wir das Boot finden, ja. Okay, dann frage ich mal einfach mal Traudel, wie sieht denn der Bootssteg am Würmersee aus? Wie so ein ganz normaler Steg. Gibt es da verschiedene Varianten? Also einfach so ein Holzsteg, der ins Wasser führt, wo halt ein paar Boote an der Seite festgemacht sind.
Und warum angelt an dieser Stelle trotzdem kein Mensch? Frage jetzt einfach mal Richtung Abigail. Um keiner an dem Steg angelt? Ja, da beißen die ganz schlecht. Außerdem ist der Platz am Steg verflucht, weil dort vor Jahren mal wer beim Versuch zu angeln ertrunken ist. Ja, dann steht ihr auf diesem Steg, der auch ein bisschen modrig riecht, drüber hinweg. Und ja, ihr seht gerade, wie der Sportlehrer am Ende des Stegs gerade mit beiden Händen an den Mund umschlossen auf den See hinausruft. Schneller! Links und dann rechts und dann links und dann rechts. Man muss auch mit einem Paddel besser paddeln können als mit zwei. Der Korbi auf dem See. Mhm. Nee, ist echt komisch, der. Das ist der Sportlehrer, von dem ihr erzählt habt. Mhm. Ja. Der ist auch heute hier. Das ist voll das Unhöfliche gefasst. Das wirst du gleich sehen. Entschuldigen Sie. Hallo. Nehmt die Hände vom Mund runter. Kommt euch entgegen. Schüttelt euch die Hände. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Schröter. Ach, kann ich, können mich ruhig. Ihr könnt mich ruhig Daniel nennen. Hat er uns gerade geduzt? Ja, geduzt die Dauer. Ja. Das ist ein Ding. Und Sie, du bist wie? Guck dann erstmal Traudel an. Ich bin Waltraud Huber. Ah. Gut, schön, dich kennenzulernen, Waltraud. Wollt ihr auch rudern gehen? Ja. Eigentlich, ja. Das habe ich gemeint. Höflich. Sag mal, Daniel, du sagst dir gerade, der Korbi soll auch mit einem Ruder halt lernen zu rudern. Hat er immer noch nur ein Ruder? Nee, heute machen wir Paddelübung. Ah. Man muss ja, wer rastet, der rostet. Man muss entsprechend auch immer wieder mal andere Wasservehikel nehmen. Wer rastet, der rostet. Das sehe ich genauso. Dann verstehen wir uns ja, Waltraud. Super. Ein bisschen Rosttool schadet niemandem. Da bleibt uns sonst die Gemütlichkeit. Kann man mal das heißt, das heißt, wir können eins der Boote haben. Natürlich, natürlich. Nehmen dir doch einfach das hier. Das ist, das hat gestern auf jeden Fall sehr gut seinen Dienst erfüllt. Ja, dann nehmen wir das doch, oder? Weil ich sowas hat gleich gemacht. Wie bitte? Was hat es gleich gemacht, das Boot? Wenn es einen Dienst gut erfüllt hat gestern. Wo war es gleich? Es ist geschwommen wahrscheinlich. Es ist schnittig. Es hat extra Korbi mit Wachs behandelt, damit es schnell durchs Wasser gleitet. Habt ihr das gestern zum Trainieren gehabt? Nickt. Natürlich, natürlich. Das, wie gesagt, deswegen kann ich meine Hand ins Feuer legen dafür, dass dieses Boot auf jeden Fall für euch ältere Damen auf jeden Fall schneller durchs Wasser gleiten würde. Vielen Dank, Daniel. Mädels? Guck dich nochmal an, Lini, und meinte nur, und du bist? Ich bin die Lini. Freut mich. Freut mich auch. Lächelt dich an. Und reicht dann euch so kurz, zieht das Boot ein bisschen näher ran. Passt aber auf, wenn ihr zu sehr nach links oder rechts kippt, dann wird natürlich das Boot durch die Wachsbehandlung natürlich dafür sorgen, dass es noch leichter umkippt. Ich hoffe, ihr könnt alle schwimmen. Ansonsten wird es heute statt Rudertraining Schwimmtraining. Und grinst dann. Du trainierst uns nicht. Doch, ich bin der Sportlehrer. Ja, nicht von uns. Halt dir auch nicht Stäbsel, nicht an uns. Also ich habe schon darüber mit der Schwimmbadleitung jetzt geredet, dass ich das
Wasser-Aerobic dort übernehmen könnte. Das könnten wir machen, das klingt gut. Nee, so alt bin ich dann auch wieder nicht. Also Verena war wirklich hellauf begeistert von meinem Vorschlag. Ja, das ist eher was für ältere Frauen. Ja. Nein, 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 das funktioniert auch schon sehr gut mit 30 aufwärts. Und Isolde hat mir auch schon gesagt, sie wird auch wahrscheinlich noch einen Aushang in der Schule ausmachen. Vielleicht bekommen wir auch noch einen Wasser-Aerobic-Kurs noch, vielleicht noch in der im Sportunterricht als AG noch irgendwie realisiert. Warum lassen Sie das Mädchen den Aushang machen? Machen Sie es nicht selbst als Lehrer? Natürlich, aber ich weiß ja nicht, ob daran Interesse existiert. Umso wichtiger ist es dann, dass der Ausbau des Schwimmbads hoffentlich bald vonstatten kommt. Dann haben wir mehr Möglichkeiten. Wenn der mir nicht auf Eis liegt nach dem Tod vom... Ich hoffe doch nicht. Also das Projekt wird, es wäre doch schade, wenn Rainers Traum dann wegen so etwas dann doch nicht funktionieren wird. Wer war nochmal bei der Frau von dem Typen? Die Verena Brübstel ist die Ehefrau. Isolde Brübstel ist die Tochter. Nee, wer von uns bei der Verena war? Die Traudel und die Liesel, glaube ich, waren wir ganz mit zwei. Aber wir haben euch jeder von uns gehört. Meinte die Verena gestern nicht, dass es jetzt mit der Finanzierung schwierig wird? Weil er viel von seinem eigenen Geld da reinstecken wollte? Stimmt. Mhm. Die Schwierigkeiten mit der Tochter, die auf die Privatschule geht. Und das Geld jetzt knapp wird. Mhm. Naja, auf jeden Fall reicht er euch die beiden Ruder für das Ruderboot. Und schiebt euch dann schwungvoll auf den See hinaus. Also früher hat immer mein Karl-Heinz gerudert. Das kann nicht so schwer sein. Nehme ich her, dass mein Felix und ich rudern waren, also. Deswegen sollte mit der Abigail die beiden Ruder übernehmen und die anderen durch das Schiff fahren. Ich kann es gerne probieren. Dann würde ich mal sagen, Rüstigkeit wäre da hilfreich. 2W6 waren es richtig. Genau, also du hast noch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand oder einen Damenspielzeug, der dir helfen könnte, aber ich glaube, du hast die Köchin. Ich bin die Köchin, mir hilft genau. Mir nichts. Na, vielleicht ist ja noch irgendwas von der Ausrüstung aus dem Haus noch vielleicht hilfreich. Habe ich eine Ausrüstung? Die ganzen Gegenstände, die bei dir zu Hause sind, kannst du potenziell dabei haben. Ich gucke gerade doch mal. Nee. Ich könnte mir mit dem in einem Regenschirm eingebauten Flachmann Mut antrinken. Nee, ich glaube, mit der Regen wird nicht viel bringen. Ansonsten habe ich nichts, was mir hier helfen könnte. Wie gesagt, es geht ja auch darum, ihr wollt euch hier das Schiff hineinbewegen. Deswegen musst du da auch mit relativ viel Kraft durch eventuell auch mal wieder auflaufen im Untergrund dich durchkämpfen. Ja. Nur um das Bild ein bisschen zu komplettieren. Und was wäre das Schlimmste, was euch passieren könnte? Wenn das misslingt. Wir fahren im Kreis. Nee, das Allerschlimmste wäre tatsächlich, dass wir kentern. Ja, wir kentern. Ja, oder die Ruder verlieren. Mhm. Oder fragen, nee, wenn du patzt, dann kentert ihr. Bei einem Teilerfolg verlierst du ein Ruder. Okay. Dann trau dich mal. 6. Insgesamt? Insgesamt. Ups.
Ich habe plus 0 auf Rüstigkeit. Okay, dann würdet ihr jetzt initial kentern. Du könntest natürlich auch einen Krone aufsetzen. Das heißt? Das sind ja entsprechend, ihr habt ja entsprechend auf euren Charakterbögen unten die Fragen, die noch zu beantworten werden. Die, oh Gott, wo warst du nochmal? Ich sehe gerade im PDF gerade nicht. Moment. Du meinst die Schatten der Vergangenheit? Genau, die Schatten der Vergangenheit. Züge. Ja, das würde ich dann tatsächlich machen und das dann erste nehmen. Der Spielzug wäre dann in den Schatten zurücktreten. Dann würde das Ergebnis nicht aufgewertet. Dann wäre es eine 7 bis 9 statt der 6. Okay, das hieß, wir würden nur einen Paddel verlieren. Genau. Ja, dann würde ich hier auch das erste Deck nehmen. Mhm, dann liest du mal die Frage vor. Schildere deine schönste Erinnerung an einen verstorbenen Partner oder Partnerin. Mhm. Dann kannst du auch überlegen, wie weit du das mit der jetzigen Situation vielleicht verknüpfen möchtest. Und dann machen wir einen Flashback zurück und beschreibe diese Vergangenheitsszene und hake entsprechend den Punkt ab. Ja, das ist tatsächlich die letzte Reise, die Abigail mit ihrem Felix unternommen hat. Es ging nach Italien, an den Gardasee. Ja, und es ist halt besonders, ist ihr ein Tag in Erinnerung geblieben, wo sie halt ein bisschen um den See herumgewandert sind, an einem Weingut, sich da halt durch diverseste Weine und durchprobiert hat. Besonders ist ihr da ein Schaumwein in Erinnerung geblieben. Und gegen Abend waren sie halt noch auf dem See paddeln. Das ist halt so mit die schönste Erinnerung. Und 1,5 Jahre später ist ihr Felix dann auch leider verstorben. Gab es irgendeinen besonderen Zwischenfall bei auf dem See, wenn ihr so angetrunken wart? Ja, als die beiden die Plätze tauschen wollten, nachdem Abigail vergeblich versucht hat zu rudern, ist Felix beim Plätze tauschen ins Wasser gefallen. Und konnte sich nur schwer wieder ins Boot ziehen. Im Nachhinein fanden sie beide sehr witzig. Wie er tropfnass wieder ins Boot geklettert ist. Ja, und dann auch tropfnass vom Anleger zurück zum Hotel watscheln musste. Mit so quietschenden Touristen-Badesandalen. Mit jedem schwarzen Schritt. Nee? Es waren so halb lederne Halbschuhe. Und die quietschen noch viel schlimmer. Ja. Okay, also mit spatzenden Stiefelschritt und du siehst gerade, wie einer von euch sich gerade Richtung Rand gerade beugen wollte und du gerade noch erinnerst, dass das genau Felix auch gemacht hast und damit greifst du noch Hände noch zu, bevor ihr in Ungleichgewicht geratet, also verlierst eben das eine Paddel, was dann im Schilf zurücktreibt. Nein! Aber ihr seid jetzt im Unterholz oder im Schilf am See. Das Boot, ihr merkt immer wieder so ein leicht schabendes Geräusch am Bug, aber er hat nicht zu viel versprochen, der Sportlehrer. Das Boot ist gut gewachsen und scheinbar tangiert das überhaupt nicht. Kein Wasser kommt irgendwo rein. Und ihr hört, ja, seltene Singvögel um euch herum aufflattern und davon fliegen. Und ihr nähert euch so von hinten dem Schauplatz. Was wollt ihr jetzt tun? Leise sein. Nicht, dass der Stefan uns hört. Ich kann eh nichts machen jetzt. Dann schauen wir mal,
ob wir noch irgendwas finden. Die angeblichen Aufzeichnungen im Schilf, das kann ja nicht weit weg gewesen sein. Ob hier irgendwo eine Kamera im Schlamm liegt. Offene Augen. Ich bin danach, dass du dich am meisten umschauen möchtest, Lisl. Ja. Und Leni. Ich hätte jetzt gesagt, wir teilen uns jetzt ein bisschen auf und durchsuchen da das, den Schienen. Also verlasst oder? Ihr das Boot oder wollt ihr euch noch umschauen? Wenn ihr jetzt gemeinschaftlich in alle Richtungen schaut, dann wäre das ein Vorteil für irgendeine Person, würde ich sagen. Probieren wir es mal vom Boot aus, oder? Ja, erstmal vom Boot, ja. Ja, wir erstmal versuchen, gemeinsam umzuschauen. Mhm. Gehen wir jetzt schon. Und im nächsten Schritt würde Abigail versuchen, das Paddel zurückzuholen, weil sie die Paddel ja untersuchen wollte. Erstmal das Wichtigste, was man nur hier machen kann, die verdammten Aufzeichnungen finden. Mhm. Dann wäre das jetzt ein Ermitteln mit Vorteil. Ich würde sagen, ihr seid auf jeden Fall eher mit Verstand dabei. Und das ist ja die Frage, wer von euch möchte auch Verstand würfeln für Ermitteln? Soll ich? Ja. Mach du mal, das war deine Initialzündung. Ja. So, dann wäre noch die Ermitteln, genau. Eine 10, 8 plus 2. Sehr schön, dann. Du hast mit Vorteil gewürfelt. So mit 10 hat sie ja schon alle. Ja, nein, ich frage nur. Hm? 3 Würfel, ja. Gut, dann darf ich ja mit den Schlaschi. Genau. Gut, das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall einen Hinweis. Ich muss jetzt noch kurz die richtige Seite aufmachen. So. Also ihr guckt dann euch so in das Schiff raus und ihr findet ja die irgendwas, ihr dachtet erst, ihr findet jetzt die Aufzeichnung von dem Ornithologen, von Bio- und Deutschlehrer. Und fischt dann etwa ein Packer Papier heraus, was so ein bisschen eingeschlagen ist, in eine Glasichtsmappe. Und als ihr das dann rauszieht und aufklappt, das ist ein riesiges Stück Papier. Ihr müsst euch wirklich vorsichtig sein, als ihr das dann aufklappt, immer weiter. Das Ding ist riesig. Das ist ein riesiger Bebauungsplan. Und ihr müsst euch guckt dann, müsst es so über euch halten oder ja, über euch halten, damit ihr es ausfalten könnt und guckt so gesehen nach oben in dieses nasse, etwas angelaufene Papier, aber es ist halt mit durchaus dick und ihr guckt es an, das ist dann wieder der See, aber da es ist gerade Traudel und Leni, ihr wart ja auf der auf diese Bürgerversammlung. Und ihr habt ja die Pläne gesehen gehabt, die der Rainer Pröbstl ja damals vorgestellt hat und wo ja entsprechend Gegenrede gemacht wurde. Und in dem ursprünglichen Bebauungsplan war auf jeden Fall ja nur ein Ausbau der Schwimmhalle mit einem weiteren Badebereich in das Schilfgebiet hinein. Aber auf diesem Bauplan sind Wohnanlagen noch um den See angeordnet. Ihr habt also den Hinweis, ein alternativer Bebauungsplan für das Schilfgebiet, exklusive Wohnhäuser mit Seezugang. Was soll das denn? Das sollte hier wohl doch größer werden als geplant. Das gefällt mir ja gar nicht. Das ist ja unerhört. Also das sollte ja vorher schon ins Schilf gehen, aber das ist ja noch viel, viel größer. Ich dachte, das Naturschutzgebiet sollte nicht bebaut werden. Das haben es zumindest die meisten gesagt, gell? Was macht das hier im Schilf, der Plan? Vielleicht hat der Pröbstl das mitgenommen, um sich mit wem heimlich zu treffen. Und wer auch immer sich mit ihm getroffen hat, hat das weggeworfen.
um es loszuwerden? Ja, auch der Täter sein könnte. Ja. Damit keiner davon erfährt, von diesem merkwürdigen Wohnplan. Also, wenn sie nicht damit zu tun hat, sollten wir diese Pläne unbedingt der Front im Fräulein Neuen zeigen. Ich würde sagen, wir tun es vorher trocknen. Nicht, dass der nasse Fetzen dann nur kaputt geht. Meistens gibt es doch unten rechts eine Legende, wo wenigstens irgendwie Name von jemand, der dieses Bauvorhaben plant oder egal ob Ingenieurbüro entwickelt oder der das entwickelt. Steht da ja irgendwas oder ist das nur der Plan? Das ist nur der Plan. Und selbst wenn, dann wäre das an der Stelle verwischt oder abgerissen. Aber in dem Fall ist es nur der Plan. Vielleicht war es nur ein Entwurf. Dass wir das unterjubeln wollten, dass der nun weiterbaut dann. Dass das gar nicht die Idee von Pröbstl war, sondern jemand anders, ja. Ja, hätte der Pröbstl denn irgendwie hier Einfluss darauf gehabt, dass hier mehr gebaut wird als nur eine neue Schwimmhalle? Also nicht, wie das mit dem Baum ist. Aber wenn er das Baumandat da, wenn er den Bau nicht anschließt mit irgend so einem Wisch, kann er ja jederzeit wer wo weiterbauen, oder? Ja. Ja, aber dann hätte man den Pröbstl doch nicht dafür umbringen brauchen. Vielleicht wollte das nicht. Vielleicht wollte er nicht mehr weitermachen, ja. Vielleicht hat er gesagt, er bleibt bei seinem eigentlichen Plan, dass es relativ naturverträglich nur erweitert werden soll. Und seine Partnerin oder Partner hat ihn dann entweder erwürgt oder erschlagen. Oder beides. Aber warum hat er oder sie dann den Plan nicht wieder mitgenommen, sondern ins Schilf geworfen? Vielleicht war es der Pröbstl, der ihn weggeschmissen hat. Ja, und er ist weggetrieben. Hat die Frau Pröbstl hat doch gesagt, die haben ihr ganzes privates Vermögen da investiert in dieses Projekt, oder? Also wenn sie es in die Wohnanlagen investiert haben, dann hätten sie damit richtig Geld verdienen können. Hat sie vielleicht Schuhgröße 41? Sie war schon recht groß. Ich habe eine Theorie. Sollen wir noch ein bisschen was weitersuchen? Vielleicht findet man noch was, oder? Ja. Vielleicht erstmal auch das zweite Ruder wiederholen, damit wir auch zurückkommen. Wieder zurückkommen, ja. Das wäre keine schlechte Idee. Wenn ihr euch so umdreht, seht ihr das Ruder von hier aus gerade nicht mehr. Nein. Ach, alle deit. Sonst müssen wir irgendwie das mit dem einen Ruder hinkriegen. Immer mal so eine Seite, andere Seite. Du machst wie bei dem Kanu, oder was? Ja. Ihr habt ja vorhin dem Sportlehrer gehört, wie er seinen Schüler mit Kanu über den See gejagt hat. Muss doch gehen. Ja, möglich ist es, aber für uns? Ja, also. Immer das Paddel weiter reichen. Die Traudel, die tut doch immer irgendwas. Ja, gib doch mal her. Das muss doch gehen. Und ich würde das mit dieser Links-Rechts-Technik jetzt versuchen. Okay. Dann hätte ich gerne einen Wurf auf traudig, auf Rüstigkeit von dir. Und dann wäre die Frage, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und welche Komplikationen wäre alternativ noch eine Option? Also das Schlimmste wäre ja immer noch, dass wir kentern. Komplikation, entweder, dass wir auch das Puzzle verlieren oder irgendwo stecken bleiben vielleicht. Haben die anderen noch einen Vorschlag?
Vielleicht, dass wir mit irgendwie im Zaum stoßen, ne? Also nee, das... Mit Corbinian, der noch gerade... Ja. Also entweder das oder, dass wir das zweite Paddel verlieren und jetzt auf dem See festhängen. Mhm. So paddellos. Dann paddel mal. Hortel. Also ich habe ja plus 2 und gewürfelt habe ich eine 6, also 8. Okay, also dann verliert ihr noch das zweite Paddel, außer du möchtest entsprechend auch in den Schatten treten. Muss man das von oben nach unten abarbeiten? Oder nein. Okay. Aber ihr könnt halt jeden Schatten nur einmal anspringen. Ja. Achso, das wird dann quasi eine Stufe ja hochgesetzt, also dann von 8 auf 10 hochgesetzt. Genau. Ne? Und euer Ziel ist ja wieder aus dem Schiff rauszupaddeln und das andere wieder zu finden. Ja. Ja, schildere deine schönste Erinnerung an eins deiner Kinder oder deine eigene Kindheit, aber ich nehme dann eine schönste Erinnerung an eins meiner Kinder als, also Traudel war schon immer recht sportbegeistert gewesen und die große Tochter, die hat da nicht so mitgemacht, die hat lieber gelesen und andere Sachen gemacht, aber die kleine Tochter, die hat dann auch diese Sportbegeisterung entwickelt und einmal sind sie dann tatsächlich zusammen auch Kanufahren gewesen und für Traudel war das einfach schön zu sehen, dass sie diese Begeisterung wenigstens an eines ihrer Kinder weitergeben kann. Gab es dabei einen denkwürdigen Moment? Während dieser Kanufahrt? Wir haben auf diesem Fluss, wo wir da längs gefahren sind, immer mal wieder irgendwie so eine kleine Entenfamilie im Wasser gesehen oder überhaupt irgendwie auch so Gänse da schwimmen sehen. Und das fand die kleine Susanne ganz toll und hat sich da auch gefreut und deshalb das auch schön gefunden, dann in der Natur was zu machen. Und Traudel ist ja auch gerne in der Natur und beobachtet da ja auch gerne mal die Tiere. Ja, entsprechend paddelst du sehr geschickt mit dem einen Paddel, dem Ruderboot doch wieder heraus und stößt dann plötzlich eben auf so eine Entenfamilie, die dann kurz aufquakt und dann davonflattert und damit aus der Vergangenheit wieder in die Jetztzeit zurückkehrt. Und ja, ihr findet dann eben das Paddel, was Corbinian in der Hand hält und euch dann so anhaut, als ihr aus dem Schiff rausbewegt. Habt ihr das vermaledeite Ding auch verloren? Lacht dann. Okay, junger Mann. Ja, hast du das gestern mitgewechselt, dass einem das so aus der Hand rutscht? Ja, schon. Ja, aber extra früh, ha? Nein, ich habe das gestern schon gewachst, aber das Problem ist einfach, das ist einfach jetzt am Stiel zu glatt. Was hast du gestern eigentlich wiedergefunden, nachdem du es verloren hattest? Nickt und paddelt dann mit seinem Paddel zu euch rüber, reicht euch das zweite Ruder. Wo war das gestern eigentlich, das Ruder, als du es gefunden hast? Ungefähr hier an der Stelle. Der Wind treibt es hier immer an die Schilfecke. Und dann hört ihr über den See wieder den Schrei von dem Sportlehrer. Corby, jetzt mach an dich hin. Die Traudel kriegt das schon hin. Das hätte ich auch nicht in Ruhe lässt an einem freien Tag. Naja, so bekomme ich ein Empfehlungsschreiben für die Sportstipendium. Sonst nicht, wenn du mal doch Pause machst. Dann wird das nichts mit dem Sportstipendium, wiederholt er dann einfach nur kleinlaut.
könnte mir das gar nicht leisten, sonst irgendwo zu studieren. Wie bist du denn sonst so in der Schule? Zieht nur die Schnute, es geht. Es geht. Würde also nicht so unbedingt dafür reichen, brauchst den Sport dafür, oder? Fabi, jetzt mach ich dich hin. Ich komme schon, Herr Lehrer. Paddel dann weg. Oh, ich wollte gerade noch was fragen. Bleib doch hier, junger Mann. Kannst du noch mal zurückkommen, kurz? Hallo! Jung von heute. Überzeug ihn. Hallo, junger Mann. Die Frage ist, was möchtest du jetzt gerade erreichen? Ich wollte noch was von ihm wissen, eine Information. So gesehen ermitteln. Ja. Dann würfel doch mal auf Gemütlichkeit. Wenn du es nicht schaffst, dann ist er weg. Einfach nur. Eine 9. Mhm. Ja, dann stell mal deine Frage. Er hört dich noch, aber durch den zunehmenden Abstand wird halt die Information eher ungenau. Nina und du, habt ihr beide diesen Bio-Lehrer im Abitur? Ja. Vielen Dank. Wahrscheinlich haben sie beide in Deutsch, weil das muss man ja nur immer abschließen, oder? Nee. Achso, ja, fürs Abitur eher weniger. Ja, muss man nicht in Deutsch Abitur machen? Ja, wenn du das Grundkurs hast, ganz normal, halt wie ein normaler Grundkurs, da kommst du nicht drum rum, aber halt nicht in den Abiturprüfungen, ist keine Pflicht. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber früher war es nicht so. Ich sei denn, ja, du hattest Deutschleistungskurs. Und wie gesagt, er guckt da nochmal rum und guckt leicht kritisch nochmal in eure Richtung. Aber paddelt dann weiter vorwärts. Und während derweil Traudel gerade wieder das Paddel wieder hochzieht, fällt ein Blick kurz auf die eine Paddelseite von dem Paddel, das ihr gerade verloren habt. Und du findest einen Blutfleck auf dem Ruder. Rot. Ist das ein Hinweis? Mhm. Dann. Ja, dann wurde er doch damit auf den Hinterkopf gehauen. Denkt ihr, der Corby war's? Wenn das stimmt, dass er es verloren hat, könnte es jeder sein. Wenn es ein Schiff wie meine blasen will. Ja, oder es hat halt irgendwer aus dem Schilf rausgezogen, dem Pöpsler eins mit übergezogen und es wieder ins Schilf reingeworfen. Dabei den Zettel doch verloren, oder wie? Ja, vielleicht dann einfach weggeworfen und zu wissen, was es ist. Weil ich bezweifle, dass wenn es der Corby war, dass der sich für den Bebauungsplan interessiert. Nee, da ging es um was anderes. Nicht jeder Hinweis muss auch verbaut werden. Kann auch ein purer Zufall sein, dass das sie findet. Ich glaube, ja, der Pröpsel hat was gesehen, was er nicht sehen sollte. Das mit der Schwimmhalle ist noch Bonus. Also er ist zweimal ermordet worden, mit zwei verschiedenen Motiven. Möglich. Wie du meinst, er war schon tot und dann hat ihn noch jemand umgebracht? Ja, ja. Glaube ja. Wie bei Bismarck, wie bei Agatha Christie, Mord im Orient Express. Mhm. Ja, so ähnlich. Jeder haut einmal zu. Bleibt ihr auf dem See oder rudert ihr dann zurück zum Steg? Und dann zurück, oder? Ja, zurück. Ja, wir rudern zurück. Ja, ihr seht dann noch, wie Corbinian sich dann so völlig außer Atem gerade auf den Steg hinlegt und alle Viere von sich streckt. Der Sportlehrer guckt ihn nur runter. Und meiner nur, gut, da ist Pause. Ich gehe jetzt noch kurz rüber zur Schwimmhalle. Bin dann wieder da. Und stoppt davon. Wir müssen ihm folgen, wir müssen auch zur Schwimmhalle. Ja. Ich möchte diese Frau Pröpsel gerne kennenlernen für eine kleine Konfrontation.
hinterher. Ich glaube, wir sollten die Tochter mehr im Blick haben. Gut, dann geht ihr Richtung Hallenbad, das immer noch so unangenehm neben dem Klogeruch irgendwie auch noch andere Geruch, der irgendwie an Schweiß oder irgendwas anderes irgendwie erinnert. Wusstet ihr Mädels, dass Chlor eigentlich geruchsneutral ist und erst nach Chlor riecht, wenn es mit Harnsäure in Berührung kommt? Wie geht's? Erzähle ich so nebenbei. Das hätte ich lieber nicht gewusst. Aber wie gesagt, es hängt noch ein weiterer Geruch in der Schwimmhalle. So nach kaltem Schweiß? Ja, also auf jeden Fall so nach säuerlicher alten Schweiß. Ich habe eine Outgame-Vermutung. Jetzt die Frage, kennt Abigail diesen Geruch auch? Diesen Geruch habe ich ja nicht erfunden, das war ja Traut. Ich greife ihn nur wieder auf. Ja. Also das hatte ich schon wieder vergessen, weil die Beschreibung des Geruchs erinnert mich an etwas ganz anderes, was ich hier nicht vermutet hätte, dass es hier ist. Vielleicht verbrauchst du es in deine Theorie ein. Die passt nicht in meine Theorie, der Geruch. Vielleicht brauchst du eine neue Theorie. So, ihr kommt auf jeden Fall. Brauche ich sowieso. Kommt auf jeden Fall zurück in die Schwimmhalle. Sie ist aktuell nicht besetzt, also es ist niemand in der Schwimmhalle. Scheinbar ist am Sonntag jetzt gerade keiner auf Badeurlaub aus. Die meisten Leute, die ihr seht, sind draußen und sonnen sich oder baden direkt im Würmersee. Und so gesehen hat keiner den Eintritt bei dem Hallenbad bezahlt. Überhaupt eine größere Schwimmhalle, wenn man direkt im See baden kann. Ja, deswegen wollten sie doch so weiter bauen, damit sie so ein bisschen was mitnaschen können. Kannst du integrieren dann. Gleich noch mit Ferienhäusern und im See und ein Spaßbad. Wie so eine bekannte holländische Ferienhaus-Arealkette. Ja, geht entsprechend an allen Räumlichkeiten wieder vorbei, an dem Kabinenhäuschen, wo auch die Bademeisterin sitzt von gestern. Das war gestern. Mhm. Genau. Und ihr seht, wie sie dann völlig gelangweilt in ihrer Zeitschrift guckt, die Gala, warum auch immer, und blättert darin und schaut immer nur kurz auf, als sie vorbeigeht. Aber nachdem ihr deine Badekleidung anhabt, erstmal kein Interesse. Und dann wieder so gesehen hinter der Zeitschrift verschwindet. Und ihr lauft so gesehen an eben an der Tür vorbei. Steht da auf Schlappen. Zugang nur für Mitarbeiter. Und ansonsten lauft ihr so gesehen durch die große Schwimmhalle. Es ist leer. Auch keine Frau Prübs. Aktuell nicht, nein. Dann gehe ich mal zu der Mitarbeiterin. Mhm. Guck dann so auf. Ja, guten Tag, junge Dame. Ja. Es gibt heute kein Sportprogramm für Seniorinnen. Nein, deswegen bin ich auch nicht hier. Es fällt heute aus wegen dem Feiertag. Wissen Sie, was für eine Schuhgröße Ihre Chefin hat? Rinzelte Stirn. Normal große Schuhe? Warum sollte ich wissen, wie groß die Schuhe von Frau Brübstl sind? Oh, wir haben nämlich beide Schlappen draußen gefunden. Nun ja, dann sind sie höchstwahrscheinlich, hat sie keine verloren. Eine Badeschlappe. Aber es wäre Ihnen aufgefallen, wenn Ihre Chefin nur mit einer Schlappe wiedergekommen wäre. Guckt verwirrt, keine Ahnung. Wo ist denn Ihre Chefin? Sie ist zu Hause? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Vielen Dank, junge Dame. Mädels, das ist komisch. Die war doch auch um 12 Uhr da. Während unsere Kollegin da den... Ich habe gerade vergessen. Während Leni den mit der Bademeisterin redet, würde Abigail versuchen, sich durch die Tür mit der Aufschrift nur für Bedienstete zu schleichen. Mhm. Das klingt doch nach Audich.
Die Frage ist jetzt, welches dritte Buch dazu am besten passt. Können wir da helfen, indem dass wir schauen, dass wir vielleicht so ein bisschen so durchstehen, dass man das nicht gleich sieht, dass da eine vielleicht... Wenn ihr für eine Ablenkung sorgt. Ich quatsch die nochmal an, genau. Also ich hätte das Gespräch als Ablenkung benutzt. Okay, dann machen wir das doch so. Ja, Liesel und ich können ja auch noch so ein bisschen davor stehen. Genau, wir stehen da direkt. Dann würde ich sagen, dass wir mit Vorteilen füllen, aber die Frage trotzdem wäre, es kann ja trotzdem noch schief gehen. Verstand, dass ich die Gelegenheit der Situation erkenne und nutze. Ich glaube, es wäre jetzt eher Gemütlichkeit, dass du ruhig bleibst, gelassen bleibst und möglichst wenig Lärm machst. Gefällt mir. Und ansonsten würde ich noch sagen, wenn das schief geht, ist die Tür alarmgesichert. Und als Warum alarmgesichert? Ich meine, die Person muss ja rein und raus. Ja, aber vielleicht ist die Tür ja zusätzlich gesichert. Okay. Und ansonsten würde ich sagen, kriegst du die Tür danach nicht mehr richtig zu. Also ich hätte jetzt eher gesagt, so schlimmstenfalls, wir werden erwischt und kriegen Hausverbot. Ja, es muss ja unmittelbar eine Konsequenz haben. Wäre ja eine unmittelbare Konsequenz, dass wir Hausverbot kriegen und hier nicht weiter ermitteln können. Aber okay, nehmen wir also das wäre die Folgerung daraus, wenn der Alarm losgeht. Okay. Nehmen wir die gewürfelte 9 plus meine 2, bin ich beinahe 11. Okay, von Erfolg. Also machst die Tür leise und auffällig auf und huscht dann entsprechend dann rein. Und dahinter geht eine kleine Treppe nach oben. Und dort ist das Büro des Schwimmbads. Ja, dafür würde ich versuchen, hochzugehen. Natürlich ganz leise. Ja. In der Hoffnung, entweder ein Gespräch zu hören oder noch besser ein leeres Büro vorzufinden. Du findest das leere Büro vor. Und darfst mal auf Ermitteln würfeln, welche Hinweise du findest. Einfach die 2W6 ohne irgendein Attribut dazu. Ja, du kannst natürlich ein Attribut dazu nehmen, die Frage ist, welches. Wie gehst du genau vor, wenn du das Buch durchsuchst? Am liebsten würde ich natürlich wieder versuchen, Gemütlichkeit zu nehmen, aber so langsam und bedächtig würde das damit passen. Ich würde eher sagen, Verstand wäre wahrscheinlich hilfreicher. Ja, dann nehme ich Verstand. Ich so langsam bedächtig so... Mit dem, was wir schon wissen, vielleicht irgendetwas, was da mit in Verbindung stehen könnte. Mhm. Autsch. Was hast du bekommen? Eine 4 gewürfelt und plus 1 bin ich bei 5. Dann wirst du nichts finden, natürlich. Also du möchtest in den Schatten treten, um doch noch einen Hinweis zu bekommen mit Nachteil. Also einen schwammigen Hinweis. Ansonsten ist das Büro fein säuberlich aufgeräumt und du findest nichts Relevantes in der jetzigen Situation. Ja, ich überlege gerade noch, welchen ist es. Ist ein schwammiger Hinweis mir das Ganze wert? Ich denke ja, die Frage ist jetzt nur, welche Frage nehme ich? Ja, ich nehme die Schildere, deine schönste Erinnerung an eines deiner Kinder oder an deine eigene Kindheit. Haben die irgendwas mit Buchhaltung zu tun gehabt oder Büroführung, sowas? Nein, aber dort auf dem Tisch sind noch vom steht noch so eine leergetrunkene Tasse Kaffee und daneben ein paar Kekse. Und das erinnert die gute Abigail daran, an wie sie zu einem Weihnachtsfest mit ihren beiden Kindern zusammen Kekse nach Urgroßmutter nach dem Rezept ihrer Großmutter gebacken hat. Ja, und das war an sich war es nichts Besonderes, aber es war halt so besonders schön weihnachtliche Stimmung. Kinder hatten sehr viel Spaß und es war
ja, so fast schon so die klischeehaft weihnachtlichste stimmungsmäßig, was man sich vorstellen kann. Was war aber trotzdem der denkwürdigste Moment in dieser Szenerie, der dann das Ganze doch irgendwo bricht? Sag mal, eins oder zwei? Zwei? Ja, die Kinder haben den Ofen und die Temperatur zu hoch gestellt, weil sie unbedingt den Ofen vorbereiten wollten und weshalb die Kekse nahezu alle verbrannt sind, bis auf einige wenige. Waren dann eben Schwarzplätzchen. Ja. Man konnte sie wahrscheinlich trotzdem dann vielleicht auch als Weihnachtsschmuck irgendwo aufhängen. Ja, wenn man sie mit ordentlich mit Zuckerguss bemalt hat. Nur essen sollte man sie nicht. Es sei denn, man wollte schlechte Zähne haben. Hm. Vielleicht hat auch der Felix ja noch mal da reingebissen und was ist das für ein Keks? Seine Dritten können das ab, also. Ach, war das schon so spät? Okay, ja. Ja, ganz schlechtes Zahnmaterial, der arme Mann. Musste bereits mit Mitte 30, Anfang 40 die ersten Dritten bekommen. Okay. Dann erst denkst du, du findest hier gar nichts und dann findest du einen ja, ein komisches, du denkst, du hast ja vorhin geschrieben, hier liegen noch Kekse und Kaffeetasse. Und du guckst da nochmal durch und siehst dann noch zusätzlich ein Kaugummipapier, auf dem eine Telefonnummer geschrieben stand. Nur die letzte Ziffer kannst du nicht entziffern. Es ist entweder eine 9, eine 8, eine 0 oder es ist irgendwie durchgestrichen und dann irgendwie, nee, das ist schwierig. Also sie ist absolut nicht zu erkennen oder schwank ich zwischen mehreren Zahlen. Es sind nur Teile drauf zu erkennen. Nein, und auch nur die letzte Ziffer. Die letzten Ziffer oder Ziffern? Also irgendwie das Ende ist nicht eindeutig. Okay. Ansonsten ist das Büro feinsäuberlich aufgeräumt. Unterlagen, und ja, Abrechnungen vom Schwimmbad, aber auch die sind initialen nicht aufregend. Ist denn zu erkennen, ob das eine Festnetznummer oder eine dieser modernen Handynummern ist? Du würdest sagen, eine Handynummer. Ah. Okay. Gut, dann würde ich mich wieder rausschleichen. Mhm. Ich würde das Papier mitnehmen. Ja, natürlich. Und irgendwo in der Kleidung verstecken. Währenddessen die anderen ja draußen Schmiere stehen, seht ihr, wie jemand doch in die Schwimmhalle kommt. Und sich mal umguckt, ein Mädchen, blond, Haare sind adrett zusammengeföhnt und mit Haarspray fixiert. Und ja, hat so leichten Lippenstift aufgelegt und guckt leicht mit einem Schmollmund durch die Gegend. Das ist bestimmt die Prüfstil Junior. Gehe ich mal drauf zu.
Ja, sie guckt, wollte sich so der Bademeisterin gerade bewegen. Wollte sie aber nicht vordrängeln. Grüß Gott, junge Dame. Herzliches Beileid. Sie fixierte ich mit einem mit ihrem leichten Schmollmund, nickt sie dann leicht und sagt, wispert dann ganz komisch gepresst, danke. Suchen Sie auch Ihre Mutter? Woher wissen Sie das? Nun ja, ich bin die Leni, ich stelle mich erst noch runter, ich bin die Leni Müller. Nein, die Kunst der Detektion ist ein Hobby von mir. Wissen Sie, Ihre Mutter ist aber leider nicht hier. Ich wollte sie eigentlich auch sprechen. Sie guckt dann so, guckt dann Richtung der Bademeisterin und meint dann nur, du, wo ist denn Mama? Nicht hier. Und würde sie dann wieder zum Gehen anstellen. Außer ihr wolltet irgendwas machen. Währenddessen schlüpft Abigail wieder durch die Tür und schließt sie leise hinter sich. Da, ich weiß nicht, ja, da, ich bin ja nicht pietätlos, deswegen lasse ich sie in Ruhe. Wie alt ist die? Das ist auch ein Teenager, ne? Mhm. Abiturientin. Mhm. Ja. Oh. Die ist mit dem Corpi und der Nina zusammen in derselben Klasse. Mhm. Ah, ja, da wird noch mehr. Ansonsten ist es sehr schön anzuschauen. Gerade mit den sehr gut, schön gemachten Haaren, dem Make-up und so weiter. Ich stimme dazu. Christi! Und wie geht's da so, so kurz vor der Matura? Tut mir leid. Mit wem sprichst du jetzt gerade an? Die Isolde. Mhm. Ich gucke dann sie an. Ach, wegen dem Abitur mache ich mir keine Sorgen. Die Lehrer sind ja nett, die kennen mich ja. Wie meinst du denn das? Bist du so gut in der Schule? Passt, das wird auf jeden Fall ausreichen. Wie sieht das denn bei der Nina aus? Vor allem in Deutsch oder Bio? Macht so eine wegwerfende Handgeste. Ach, dieses platte Stück hat ja nur Blicke für diesen Sportidioten. Magst du den dementsprechend nicht? Die Noten. Ich verstehe. Magst du den nicht? Der wird ja öfters da sein, oder? Gerade mit seinem Trainer. Ach, der Herr Schröter, ja, der läuft hier mehr, wenn der den ganzen Sommer hier um den See. Naja, es ist halt, solange er dort bleibt, wo er hingehört. Du magst ihn nicht sonderlich. Den Daniel. Sie meinen Herrn Schröter? Schwieriger Typ. Naja, der hat nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit um den See zu laufen und Jungs zurechtzumachen und alle nach seinem Vorbild zu formen. Und ich bin mir, da kenne ich Besseres. Er hatte ja schon Pläne mit deinen Eltern, falls du es mitgekriegt hast, hier ein wenig mehr Schwimmsport anzubieten. Es geht mir an mir alles vorbei. Daran habe ich generell kein Interesse. Ich werde ja deutlich mehr mit anderer Fertigkeiten meine Zukunft gestalten. Welchen denn? Ich möchte Schauspielerin werden. Eine Künstlerin. Also gar nicht da das Schwimmbad übernehmen von deinen Eltern dann mal. Nee, warum? Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, dass vielleicht deine Eltern dir das geben wollen. Das ist ja dann normal so, oder? Oder haben sie was gesagt, dass wir den anderen das geben wollen?
Das ist ja deren Ding, das ist ja nicht mein Ding. Ich mach mir eine andere Zukunft. Ich will weg aus diesem Ort. Wieso das denn hier? Es ist so schön. Also hier könnte man höchstens Heimatkrimis filmen, aber das war es dann auch schon. Ja, großartig. Was spricht der gegen? Was spricht der gegen Heimatkrimi? Ich bin schockiert. Das heißt jetzt Regionalkrimi, Mädel. Gell? Damit man es nicht verwechselt mit dem Kitschzeug. Ja, das bleibt ja weiterhin Kitschzeug. Das ist keine große Kunst. Kitschzeug. Also, ich habe auch nichts gegen einen schönen Heimatfilm einzuwenden, dann und wann. Die haben alle nur denselben Gesichtsausdruck, während sie selber weiterhin den Schmollmund übt und keinen wirklich ernsthaften Gesichtsausdruck auflegt. Naja, dann. Einfach, wie möchtest du sein, Kindchen? Wollt ihr noch irgendwas Spezielleres von ihr wissen? Die kaut Kaugummi, richtig? Das hast du gesagt, oder? Oder war das einfach nur so eine? Das kannst du so oder nee, weil du das vorhin so angedeutet hast. Die macht die ganze Zeit einen Schmollmund, ja. Okay, dann habe ich das dann vergessen. Das ist die Duckface-Ära. Das ist ja dieses Duckface. Aber du kannst natürlich gerne auch Kaugummi reininterpretieren. Das ist völlig valide, weil wenn du am Schluss die sagst, die Solde war's und entsprechend sagst, das Kaugummi ist ein Indiz dazu. Bitte. Nimm's gern her. Nee, ich möchte die Solde was anderes andichten. Ich könnte die Solde alles andichten. Sie wird ja große Schauspielerin. Aus ihrer Moment, Schauspielerin. Aha, das passt. Hast du vielleicht als Schauspielerin ein Vorbild? Du musst ja Ziele haben, wenn du so Regionalsachen nicht magst. Ja, fängt dann entsprechend die ganzen großen Hollywood-Schauspielerinnen der Nullerjahre aufzuzählen, die ich jetzt hier nicht mehr auswendig kann. Mhm. Also du mich hast da noch Übersee. Also nicht Übersee, sondern ins Ausland. Nickt. Natürlich. Deswegen suche ich mir jetzt die beste Agentur und Schauspielunterricht und zähle alles Mögliche dann auf. Aha. Ich weiß schon, dass das eine Menge Geld kostet. Ja. Wir können uns das leisten. So. Mhm. Weißt schon, dass jetzt deine Mama allein dafür zuständig ist? Na, es wird ja schon alles seine geregelten Bahnen schon nachgehen, hat mein Vater auf jeden Fall immer versichert. Es ist alles gesorgt, es wird alles stattfinden. Also der hat schon vorher geschaut, dass bei dir alles passt. Nicht, ich denke. Das ist gescheit von ihm gewesen. Wo könnte deine Mutter denn sein? Ja, zu Hause. Ich meinte zu Hause. Ja, der Dings, der wollte doch auch noch vorbeischauen. Wo bleibt er denn? Ja, unser Toni Polster für die Armen. Doch, der Daniel. Die Loro, die Bademeisterin, guckt dann so auf. Der war vorhin kurz da und hat ihm gesagt, die Frau Pröpsel ist nicht hier. Da ist er gleich unmittelbar weiter durchgelaufen. Auch die Frau Pröpsel gesucht. Wohin ist er denn gegangen? Er hat irgendwas gesagt, dass er mit seinem Roller entsprechend noch reinfahren wollte. Okay. Mir erinnert sich, dass dann stand schon eine weitere Vespa auf am Strand. Ach, der läuft das gar nicht oder fährt mit dem Radl, so ein fauler Hund. Bin ich jetzt auch überrascht. Immerhin hat er Geschmack, was sein Fahrzeug angeht. Ja, aber, weißt du, die Kinder scheichen, aber selber... Sportlehrer. Ja, voll. Dieser Typus Mensch wird sich nie ändern. Mhm. Mädel, ich verstehe, dass du nicht magst. Ich auch nicht.
wollen wir sie nicht weiter aufhalten. Eine Frage hätte ich noch. Was hat denn dein Herr Vater dazu gesagt, dass du Schauspielerin werden wolltest? Ja, sie guckt dann so leicht. Naja, er hat akzeptiert. Und deine Frau Mama? Naja, sie hatten sich jemand darüber in den Haaren gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, Vater hat immer gesagt, es ist alles geregelt, dass das auf jeden Fall stattfinden wird. Da wünsche ich dir dann Glück für deine Zukunft, junge Dame. Und vielleicht sehen wir dich bald auf dem roten Teppich in vielen Premieren. Im Kino. Und im Kino. Das Kino ist auch nicht mehr das, was es mal war. Na, wird da immer der. Ich weiß noch, da hat die Karte 50 Pfennig gekostet. Ich kann mich nur erinnern, wie ich mit dem Schorschi unterwegs war, dann haben wir immer so einen Superreiter gezahlt. Ah, das gibt es auch schon lange nicht mehr. Naja, an der Stelle blenden wir ab. Wo wollt ihr danach sein? Am späteren Abend. Wollen wir dann nochmal zu der Frau Pröbste? Wir haben jetzt 9 Hinweise, aber das ist richtig gehört. Bist du hoffentlich alles im. Ja, 9. 9? Ja. Wirbelmale, blutende Wunde, Badelatschen, der Brief, auf dem wir zusammen können, 0 Punkte mit dem Abi wird es nicht, Foto eines problemlosen Mädchens und der Bebauungsplan und das Kaugummipapier mit der Telefon. Das blutige Paddel haben wir noch. Und das Paddel. Boris, reicht uns das? Wollen wir uns zusammensetzen? Also, wir hätten theoretisch eine Waffe und dazu passende Wunde. Und viele Hinweise für ein mögliches Motiv. Mhm. Oder 2 Motive. Wir könnten für jeden Täter oder Täterin 1 oder mehr. Mhm. Also ihr könnt euch auch so gesehen abendlich irgendwo treffen und euch austauschen. Ja, das klingt doch gut. Dann wäre die Frage, wo seid ihr? Im Café Rosi, wo auch sonst. Haben wir da so einen Hinterraum, wie so mit Stammtisch unten? Ja. Genau, der Raum der Krimikennerin. Ja. Haben wir das schon über der Tür stehen? Nee, wir haben so ein kleines Fähnchen, was auf den Tisch gestellt wird. Ja. Ich hab genau. Den Separé. Und Wimpel. Im Separé haben wir einen gehäkelten Wimpel, weil die Leni häkelt ja den. Dann wäre die Frage, was steht genau auf dem Wimpel? Gehäkelt ein Porträt von Agatha Christie. Stilistisch. Agatha Christie oder Miss Marple? Und wenn ja, Miss Marple, Porträt in welche Schauspielerin? Gibt doch nur eine. Was war's, Rutherford? Natürlich. Ja. Wenn da. Ja, Theorien, Mädels, Theorien. Also wenn das Mädel sich so sicher war, dass der Papa schon alles gesagt hat, ja eigentlich war es dann ja wurscht für sie, ob er jetzt noch da ist oder nicht. Vielleicht hatte sie auch Angst, dass doch noch Geld ausgegeben wird für dieses neue Projekt. Vielleicht hat sie das ja irgendwie mitbekommen. Du meinst, dass sie da den Plan gefunden hat und den Papa da zur Rede stehen wollte? Ja, und Angst da um ihre Schauspielausbildung hat. Die Frau Mama hat ja auch gesagt, dass
dass die sehr viel Geld eingesteckt haben und dass es jetzt wohl schwierig wird mit der Privatschule. Ach, die staatliche Schauspielschule sind ja privat, kosten Geld. Ja, das ist gemeint gewesen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Kleine es war. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn das so bei auf dem Tonband, da auf dem, was war das, ein Video hat die da gemacht, gell? Das, was die da mitgefilmt hat. Ja. Da hat es ja geheißen, mit 0 Punkten wirst du die Abitur aber nicht schaffen. Das wird sie jetzt ja schaffen, weil sie ist ja jetzt ja in besonderen Umständen. Wenn so über den Papa trauert, da kriegt man doch sicher ein paar Punkte und so dazu geschossen. Ja, aber ich bezweifle, dass sie so weit gedacht hat. Ich glaube, das geht auch auf die Nina irgendwie. Ich glaube, die drei sind alle nicht die höchsten Leichten. Ja, das auf jeden Fall. Ja, die Jugend von heute. Die und die Hormone der in den Teenagerjahren. Also ich glaube tatsächlich, das Opfer wurde 2-mal umgebracht von 2 Tätern. Ich glaube ja. Der Zettel, hat einer von euch dieses modernen, komischen Dinger, mit denen man telefonieren kann? Ja. Wenn die letzte Zahl nicht lesbar ist, 10 Nummern sind ja nicht viel. Wollen wir die einfach mal durchklingeln vorher? Ja, aber sind ja hier die letzten 3 Ziffern sind ja nicht wirklich zu erkennen. Ach so, ich dachte die letzte Ziffer nur. Ja, also nee, wir können das Ende nicht entziffern. Ich glaube, die genaue Anzahl an Ziffern ist egal. Es ist eine Handynummer, das heißt... Muss jemand Jüngeres sein. Naja, oder... Also, du hast ja... Leni, du warst... Oder wer von euch hat diesen jungen Mann beim Fischen nochmal gesehen? Das war ich. Den Martin, dort ist ja, Ninas Bruder. Ja, der Martin. Dort sagt er, hätte der so ein Foto von so einem posierenden Mädel. Wenn das hier die vom Pröpsel war. Isolde, ja. Isolde. Man muss ja auch so eine Art Modelmappe oder sowas abgeben, jo, wenn du dich irgendwo bewirbst. Der dann da dazu. Die zwei haben was miteinander. Mit dem kleinen Burschen da. Wie alt war der Martin? 15. Okay. Das klingt. Ja, da war doch auch dieser Brief. Dieser zerrissene Brief, auch wenn wir nicht zusammen sein können, ich werde dich immer lieben. Er wird wahrscheinlich in dir verliebt sein. Das muss aber nicht jetzt der Martin gewesen sein. Der kennt er dir vielleicht von wem das gekriegt haben oder gefunden haben im Schiff. Mhm. Nehmen wir mal an, das ist sein Bild. Dann könnte es ja sein, dass dies seine Telefonnummer ist. Dass die Isolde die irgendwann mal im Büro vergessen hat oder der Herr Papa es gefunden hat, samt Liebesbrief und weil der junge Busch das Streitgespräch mitgehört hat, ist er nachher ins Schiff gegangen, hat dem Pröpsel einen drüber gegeben, weil er die Träume seiner Angebeteten ruiniert hat, indem er einfach sein ganzes Geld investiert hat. Andere Theorie, ich hatte aber auch nicht schlecht, ja. Also ich würde dem das nicht zutrauen, dem Menschen. Nee. Ich hätte eher doch, dass sie vielleicht, dass da, wie hat der Depp nur geheißen, der Schröter, der ist ja so oft dort. Vielleicht hat der sich unglücklich in die Isolde verliebt. In die Isolde? Ich hätte jetzt eher auf die, also wenn dann doch eher in die Mutter. Also das wäre ein ganz schönes Stück, wenn der sich durch seine Schülerin verliebt. Ja, also die Schülerin weiß ja nicht von ihm. Ja, er wollte ja vorhin auch unbedingt zur Verena nochmal hin. Und dann ist er ja dauernd da, wenn das mit dem Bodezeug da funktioniert hätte. Und wenn die ihn aber observiert hätte und der Papa das irgendwie mitgekriegt hätte, das wäre ein großer Aufstand. Ja, ich glaube auch, dass die Frau Pröbst. Und für dich, dass du wen mit dem Paddel da so fest da nicht drauf hast, dass er
das Zeitliche segnet, da brauchst du ordentlich Kraft. Ich glaube, dass ein kleiner 15-jähriger Bursch die Kraft nicht hat. Oder vielleicht hat er ja wirkt, da brauchst du auch viel Kraft, wenn du einen erwachsenen Mann da so. Der Würgen dauert ein paar Minuten. Die Frage ist, was kam zuerst? Das Paddel oder das Erwürgen? Ja. Wenn das Paddel schon da war, ist das Erwürgen ja nicht mehr schwer. Ja, wobei das Erwürgen, das ist doch schon etwas persönlicher. Du musst ja den ja ins Gesicht schauen, bist ja direkt dran. Es sei denn, du drückst von hinten zu. Ja, trotzdem, da wehrt sie ja. Und, also ich würde das schon machen und um mich schlagen und so. Da musst du auch Kraft haben. Aber vielleicht denn der Sportlehrer und die Frau Pröbste zusammen, weil da was lief. Also, dass da was lief, halte ich für sehr wahrscheinlich, weil diese ganzen Pläne für dieses Hallenbad, die Kleine hat ja auch nichts von mitgekriegt. Ich glaube tatsächlich, dass das von Madame, also von Frau Pröbstl und dem Schröder irgendwie also nee, zusammen wenn was, gemacht wenn wurde. Was einer von beiden allein, weil wir haben ja diesen Brief, wir können nicht zusammen sein. Das heißt, dass der andere sich vielleicht dachte so, ja, wenn der alte Pröbstl weg ist, dann ist der Weg frei. Genau. Also da, das wenn der Schrötl alleine war und der hätte genügend Kraft, den Pröbstl zu erwürgen oder mit dem Paddel zu erschlagen. Weil wenn die anderen dazu wenn eins der Kinder zugehauen hätte, wäre es ja ein trauriger Unfall gewesen, wenn und keine Absicht. Ich glaube fest, dass die Frau Schrötl, die Frau vom Bademeister da war, wegen den Badelatschen. Wegen der einen Badelatsche. Das ist ja so klassische Berufsbekleidung. Ja, die Frau Pröbstl ist doch keine Bademeisterin, die ist da in der Verwaltung tätig. Die wird ja nicht. Ja, die läuft da auch die ganze Zeit rum, nimmt Proben und. Ja, die wird doch nicht dann in einem. Doch, Schuhe darf man nicht. Straßenschuhe sind da verboten. Ja, stimmt, hast recht. Wir sind doch auch mit die Straßenschuhe reinigen. Wir dürfen das ja auch. Ja, wir dürfen alles. Uns hält keiner auf. Traut sich keiner. We are on a mission from God. Ich würde echt sagen, ein Foto eines posierenden Mädchens ist definitiv, das kann aus der Mappe sein, ja? Aus der Setcard. Der Bebauungsplan, wie es mal sein sollte, da steckt das ganze Geld drin. Ihr meint, dass die Mama das vielleicht verloren hat und der Martin das gefunden hat, oder wie? Nee, der Martin hatte es vielleicht zufälligerweise. Lassen wir den Martin mal außen vor. Es klingt, was du gesagt hast, das ganze Geld. Die Frau Pröbstl hat sich mit ihrem Mann gestritten, weil sie den Bebauungsplan gefunden hat, weil das Geld doch eigentlich für die Tochter war. Und da ist dieser Satz gefallen von wegen, ja, mit 0 Punkten in der Klausur wird das Abitur nichts, weil auch wenn sie meint, ihre anderen Qualitäten zählen nicht, sie braucht schon vernünftige Noten, sonst wird sie nicht genommen, auch an einer privaten Schule nicht. Ja, das macht Sinn. Wir haben eine Tatwaffe. Und vielleicht noch ein weiteres Motiv, das ist da. Es waren der Schrötl und die Pröbstl wirklich gemeinsam, dass die Schrötl, dass der Pröbstl entweder selber zugeschlagen hat und der Schrötl im Nachhinein noch die Würgemale hinzugefügt hat oder umgekehrt. Dass sie den Mann aus Wut angefallen hat, weil das ganze Geld weg ist. Und der Schrötl seine Geliebten nachher aus der Patsche helfen wollte, indem er andere Spuren hinzufügt. Ja, das finde ich. Das ist auch eine gute, ja. Die hat ihn gewürgt aus Wut, ja. Und das könnte der Grund sein, warum er sich nicht gewehrt hat, weil. Wie passt? Dass seine eigene Frau ist, sowas dazu fähig ist, sowas zu machen. Ja. Wie passt dann der Liebesbrief dazu? Ja, vielleicht hat er sie damit konfrontiert, von wegen so, ja, hier, du hast eine Affäre. Okay, dann meinst du, dass er das dann irgendwie raus. Ja, und das hat deswegen er hat den Brief gefunden. Das macht Sinn. Und dass er vielleicht mehr Geld beiseite schaffen wollte, weil er sich scheiden lassen wollte.
Ja, das ist daher, wo wir kennen. Deswegen ist das Projekt kleiner geworden. Genau. Die ist es ja größer, ja. Ist es ja größer geworden, weil ja, die haben Geld Anlage. Braucht. Ja, da wollte ja, dass er ein Bebauungsplan war, aber das ist ja nicht das, was angeblich dann nachher gemacht werden sollte und was in dem Antrag ist. Und dann wird das ja schwierig. Ja, aber die Theorie ist gut, ja. Also ein Schub noch, eine Platzwunde bedeutet nicht unbedingt automatisch, dass man ja stirbt. Vielleicht war einfach noch K.O. schlagen. Nur als Idee. Ja, ja, K.O. geschlagen und dann. Deswegen war ja die Frau das mit dem Paddel, die hat weniger Kraft. Und es war nur die, nach dem ersten groben Gucken nur eine Platzwunde. Der Schorsch hatte keine Zeit, es vernünftig zu begutachten. Er hat nur drauf geguckt, so, ja, ob der ist eine Wunde am Kopf. Ja, ob die jetzt Detail war oder die Würgemale, das braucht ja ein bisschen mehr Arbeit, ne? Ja, vor allem, wenn man keine Würgemale erkennt, dass der Gerichtsmediziner da schon ein bisschen im Feierabend. Der wollte ins Gasthaus und eine Maß trinken. Er hat sicher schon eins dabei gehabt, so ein Feierabendbier. Ja, das ist halt gar nicht so unüblich, oder? Pathologiemaß. Der wird genug Kühlschränke da unten. Nee, das ist ja nicht auf. Also die beiden halt. Also ich halte auch die Frau Pröstl tatsächlich für Mittäter, definitiv. Dafür haben wir viel zu viele Hinweise. Das mit den Nullpunkten, wie das mit dem Abitur nichts passt, würde auf die Tochter passen, weil sie halt ohne Abitur kriegt sie halt auch an einer staatlichen Schauspielschule halt, die richtig Geld kostet, halt keinen Platz. Ja, es wäre aber auch ein zusätzliches Motiv für die Frau Mutter, die zwar nicht damit einverstanden war, aber jetzt pissig ist, wütend auf den Vater, dass der einfach das Geld, was für die Tochter gedacht war, da in diesem Bauprojekt versenkt. Was auf die Reaktion auch von gestern passte, von wegen, ja, dann wird das ja mit der Privatschule eh nichts. Ach so, das. Dann halt dieser Brief, das ist definitiv eine Affäre zwischen Sportlehrer und Frau Bademeister. Ja, ich habe mit Kaugummi. Badelatschen, perfekt, die war am Sport, das hat Leni wirklich im Urin. Ja, und halt die beiden Wunden. Passt, perfekt. Die Badelatschen waren vom Schrötl, oder? Nur eine Latsche, ne? Ja, die haben eine Latsche gefunden. Größe 41, also da der Standardmann 43 hat, der könnte kleine Füße haben. Der könnte kleine Füße haben, der war ja beim Wassersport machen, das macht ja mehr Sinn, wenn der das gehabt hat. Ich glaube, das ist von ihr. Gut, die hat man hier manchmal ein bisschen größer. Passt. Ich bin die Dame schuldig und der Daniel E. Kann er im Knast die Schlusen anreden mit du. Okay, wie viele Hinweise habt ihr jetzt verbaut? Also die Würfelmale. Alle. Badelatschen, aber das Bild, haben wir das Bild? Nee, das Bild, das ist Bild die, ist einfach nur. Das ist die Setcard, die ist auf Mutter aus dem. Ja. Ja, nee, das Bild lassen wir mal außen vor. Genau. Das ist einfach nur der Hinweis drauf. So, ja, die hat da was mit diesem jungen Burschen, aber das ist ja egal für unseren Fall. Dann die blutige Beule, der Brieffetzen, die Nullpunkte, der Bebauungsplan und das Ruder. Dann hätten wir 7. Und die Badelatschen sind definitiv Bademeisterlatschen von der Frau Pröstl. Das Foto könnte aus der Setcard sein, aber das wäre nur ein kleiner Hinweis. Ist nur dafür müssten wir Martin nochmal sprechen, aber den kriegen wir ja jetzt nicht gegriffen abends. Also hätten wir 8. Nee, 7. 8. Dann haben wir das Kaugummipapier mit drin. Ah, nee, das ist mit dabei, ja. Das ist die Nummer vom Das ist die Nummer, das wird die Nummer vom Schrödel sein. Ja. Das ist unauffälliger im Kaugummipapier. Da sitzt ohne klein. Ja, um das zu verstecken vor dem Mann. Ja. Dann haben wir 8. Gut, dann habt ihr ein Fall lösen mit 8 Hinweisen, damit habt ihr plus 2. Mein Hund möchte, dass nicht darauf gelöst wird. Ganz am Rumpulvern hier. So. Genau. Die auf die verdächtigen Personen als Täterin oder Täter einigen, würfeln sie und addieren die Anzahl der Hinweise. Genau. Müssen wir uns auf einen Haupttäter einigen oder können wir sagen, dass die beiden im Gespann waren? Das könnt ihr tun. Ihr könnt einen Gespann machen. Ja. Ihr müsst eine Theorie aufbauen, die eben alle Hinweise verbaut. Es waren der Schrödl und die Frau Pröbstl im Gespann.
Wir sind uns halt nur unsicher, wer gewürgt und wer zugeschlagen hat. Also für mich ist klar, dass die Verena Bröpsel zugeschlagen hat und der Turnlehrer gewürgt. Ja. Der hat einfach mehr Kraft. Ja, der Daniel ist da. Gut, dann müsst ihr euch jetzt nur noch einigen, wer möchte würfeln mit plus zwei. Auf Verlösen, das ist, glaube ich, nochmal ein komplett eigener Wert. Das ist nur der Bonus, den ihr jetzt habt. Ihr habt jetzt 8 minus 6, das heißt plus 2. Würfelst mit 2 wie 6. Und 2 wie 6. Ihr könnt nicht mit Vor- oder Nachteil würfeln, aber ihr könnt in den Schatten treten, wenn ihr das wollt. Ich hatte heute kein Würfelpech, Würfelglück. Ich werde nicht würfeln. Freiwillige Vor. Wer hat denn heute am wenigsten gewürfelt bis jetzt? Ich habe noch gar nicht gewürfelt. Dann dürft ihr auch würfeln. Ja, der letzte Wurf des Abenteuer. Ich drücke dir die Daumen. Plus zwei. Zwei Sechser. Nein, keine zwei Sechser. Acht insgesamt. Mit plus zwei? Ja. Die Lösung ist richtig, der oder die Verdächtigte ahnt aber, dass ihr ihn oder sie durchschaut habt und versucht zu fliehen oder euch auf eine andere Weise zuvorkommen. Okay, ihr habt jetzt die Bademeisterin und... Nee, die Frau Pröpsel und... Verena Pröpsel und Daniel, wie heißt der? Die Bademeisterin und die Sportlehrer, ja. Nee, nicht die Bademeisterin. Ja, ich nenne die immer Bademeister, die Frau Bademeisterin. Wie die Frau so. Aus Zahnärztin, ja, wie die Frau Zahnärztin, die nicht Zahnarzt ist. Die Frau Badeanlagenbesitzerin. Ja, genau. Frau Bademeisterin ist ja die junge Dame, mit der du geredet hast in der Schwimmhalle. Ja, ja. Das ist wie früher, wo man immer gesagt hat, Frau Doktor, dabei ist die Frau Doktor gar nicht Doktor, sondern nur die Frau vom Doktor. Mhm. Ja, ich würde sagen, nachdem das, wie gesagt, ich würde jetzt auch verbahnen, was passieren wird, also Ungewissheit, und dann kannst du dir überlegen, ob du den Schatten drehen möchtest. Mhm. Die Lösung ist richtig, aber Frau Pröpsel und der Herr Schröter, also gerade der Herr Schröter, dass ihr die ganze Zeit am See herumsucht, das hat ihn dann doch misstrauisch gemacht. Und deswegen ist er unmittelbar zu ihr rüber. Und ist dann auch unmittelbar mit der Vespa losgedüst, um sie vorzuwarnen, dass dass wahrscheinlich ihnen die Polizei oder ihr, die Mordsmörderin, ihnen auf die Schliche kommt und dass er mit ihr versucht, die Flucht zu ergreifen. Das und die jetzt so gesehen in der Villa von der Familie Pröpsel gerade aufgesucht hat. Das heißt, Schatten der Vergangenheit oder machst du Schatten des Jenseits? Die Jenseitsgeschichten sind halt die dann zu Ende gehen mit euren Charakteren, wenn ihr keine Vergangenheitsschatten mehr habt. Okay. So würde ich das verstehen. Dann in den Schatten treten, mal schauen, was er nimmt. Also müsst ihr es nochmal aufwerten, dass ihr die Schlussszene definieren dürft. Ja. Genau. Erzähle, wie du dich einmal als unzuverlässige Mutter oder Partnerin erwiesen hast. Das passt da gerade ganz gut. Mhm, weil eine unzuverlässige Partnerin die Frau Pröpsel ja auch irgendwo ist. Genau. Oder ihr Mann, wie gesagt, je nachdem, wie man es betrachtet. Ja. Das erinnert mich an früher, wie gerade ganz jung und frisch verheiratet war mit dem Schorsche. Damals, da sind wir viel um und um gereist. Und wir haben uns jetzt für so ein Kaffee haben wir uns zum Absacker haben wir uns da verabredet und ich habe gesagt, ja, ich komme vorbei. Und ich ziehe mich da schön an und er riecht sich super her und hat alles scheinbar hergekriegt, dann nochmal extra. Und weil wir da aber gerade ganz frisch angekommen sind,
komplett daherkriegt und fesch gemacht und war extra vorher noch beim Friseur. Aber das war in Spanien, wenn ich mich so noch richtig erinnere. Aber das war so, ja, da waren wir so lange unterwegs und alles. Ich habe mich dann noch mal kurz aufs Bett gesetzt. Und wie ich dann wieder aufgewacht bin, da habe ich aus dem im Fenster schon den Mond gesehen und neben mir der Base Schorsche, er hat mir dann erzählt, was er da alles geplant gehabt hat, ein bisschen an Tschechkat war er auch schon, weil er hat auch nichts da gehabt, er hat ja gesagt, er wartet auf mich und gestern hat er auch nichts und was soll er denn sonst da? Ja. Das war, glaube ich, auch das letzte Mal, wo ich das gemacht habe. Und irgendwie erinnert mich das, dass die ganze Situation so, also ein bisschen aneinander vorbei und man redet nicht miteinander und einer tut halt was und der andere lebt leider weiter. Gut, dann würde ich sagen, darfst du definieren, wie ihr die beiden Täter, die Täterin und den Täter erwischt und ihr durch die Szene definieren? Ich würde sagen, fang du doch einfach mal an. Lise, nachdem du ja einen Schatz dafür hergegeben hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns den Leichen ein bisschen zunutze machen. Den grünen Polizisten da. Dass wir den so lange bequatschen, bis er mit uns mit dem Streifenwagen zur Villa fährt. Weil wir sagen, wir hätten die gefunden, wir wissen, wie es war. Und er soll mit uns einfach mal da hinfahren. Alter, müssen wir aber auch Bescheid geben, du musst auch vorbeikommen. Ja, genau, und das sollte es einfach über Funk dann durchsagen. Ja, er sitzt. Ihr überzeugt ihn, okay, das hat irgendwie Sinn und ja, und dann bietet ihr euch an, entsprechend mit dem Polizeiauto mitzufahren. Und ihr könnt so gesehen dem Walter Gräber so gesehen selber das Ganze diktieren, Hilfe des Polizeifunk, während der Stefan Holmes entsprechend mit Blaulicht Richtung der Villa Pröbstl fährt. Und es wird auf jeden Fall auch noch kommen, weil sonst haben wir einen Sitzplatz zu wählen. Es sind ja zwei Leute, die er mitnehmen muss. Ja, und entsprechend fahrt ihr als erstes auf die Villa zu. Ihr seht, wie Frau Pröbstl und Herr Schröter da entsprechend dastehen und sie da gerade Hand in Hand gerade aus der Villa raustreten. Und dann hört ihr mit weiterem Knirschen und Blaulicht hinter euch noch, wie der Herr Gräber entsprechend vorfährt. Und dann sagt entsprechend diese übliche salvatorische Klausel, Frau Pröbstl, Herr Schröter, Sie sind festgenommen, alles, was jetzt von sich gehen kann, wird gegen Sie verwendet werden. Sie sind dringend tatverdächtig im Mord gegenüber Herrn Rainer Pröbstl. Sie haben das Recht zu schweigen. Und entsprechend werden sie dann abgeführt. Oder wollt ihr noch zusätzliche Szenen noch Schlaglichter einbauen? Ich gehe nochmal auf Sie zu, auf die beiden. Sehen Sie, solange Sie, wir hier sind, hier in diesem Ort, solange werden Schurken wie Sie nicht damit durchkommen. Haben Sie wohl gedacht? Nicht mit uns. Leni, das ist doch alles falsch. Meint dann nur der Schröter? Das wird ein Richter zeigen. Und jetzt führen Sie ab, aus meinen Augen. Wir sind doch alle verrückt. Ich würde noch mal mit dem Walter reden wollen. Sehen Sie, junger Mann, Sie hätten von vornherein auf uns hören sollen. Wir wissen, wie der Hase läuft. Hätten Sie sich einige Arbeit erspart. Ach, das heißt doch keine Arbeit. Wir haben die Arbeit für ihn gemacht. Ja. Mal wieder. Mal wieder. Jetzt halten Sie sich mal an. Also wir hätten doch das ohne weiteres auch am Dienstag oder Mittwoch auch erlegen können. Die waren auf der Flucht, Walter. Auf der Flucht. Ja, aber bis dahin hätten sie wahrscheinlich, wenn sie auf der Flucht wären, die Beweise vernichtet. Vielleicht hast du mal in Uruguay gewesen.
Vielleicht, oder in Panama. Vielleicht hast du einmal so, so einen schönen, schicken Ausweis für uns. Ihr schaut so viele komische amerikanische Sendungen. Es gibt keine inoffiziellen beauftragten Persönlichkeiten hier. Also wir sind hier immer noch in Bayern. Das ist ja, wie heißen diese drei Jungs und Jugenddetektive nochmal? Die von Point Witmark. Nein, nicht die. Hier, diese Jonas, Bebert, Peter, genau Schau, die. Bob Andrews. Genau die. Die haben doch von diesem, ich glaube, Kotter ist da irgendwann so eine Karte bekommen, dass Zusammenarbeit mit ihnen gewünscht ist, weil sie vertrauensvolle externe Mitarbeiter des Polizeibehörden sein. Ja, das ist auch wieder amerikanisch. Ach, du kannst das doch machen, Walter. Doch, wurscht, hat sie, wenn man einen schicken Ausweis. Ja, das können sie. Sie können ja ihren Antrag an den Innenminister schicken. Das ist ja. Ja, der hat auch eh keine Ahnung, wie es hier läuft. Es genügt doch, wenn du das machst. Dass die Leute wissen, der Walter von unserer Polizei sagt, was die Mordsmädchen sagen, ist in Ordnung. Wir können mit denen reden. Wollen wir nicht die Verdienstmedaille des Landes Bayern und sie uns zustehen? Noch nicht. Da, das noch, wenn wir noch ein, zwei Fälle für den Walter lösen, dann ja. Ist völlig. Worte ringen und immer, ja, und ist dann wirklich nervt, zieht eine Dose Schnupftabak, zieht ein bisschen was auf den Handrücken, zieht sich ein, zwei das Nasenloch zu und atmet tief durch. Ich meine dann nur, Sie haben jetzt schon meinen Feierabend, meinen Feiertag schon jetzt hier ruiniert. Jetzt fangen Sie nicht an, mir auch noch Vorschriften zu machen. Wir haben den Fall gelöst. Wegen uns hast du so eine hohe Raten. Ich glaube, dass du vielleicht nur wegen uns irgendwann mal so eine Beförderung kriegst. Also beschwer dich ja nicht. Ich werde auf jeden Fall das letzte Wort einlegen, dass sie beim nächsten Kuchen Gala entsprechend von der Polizei gerne eingeladen sind. Die meisten Kuchen sind eh von uns da. Wir sind eh da. Ja, beim Polizeiball darf sowieso jeder vorbeikommen. Also wirklich. Das ist ja nur, dass ihr ein bisschen mehr Geld zur Geschwister kriegt. Ja, sie kriegen einen extra Platz mit Plakette, wie sie es sich gerade gewünscht haben. Ich kann ihnen nichts geben, was offiziell ist. Ja, das reicht doch. Die könnten uns auch. Ja. Passen Sie auf diesen jungen Mann auf. Da könnte noch was draus werden. Er hat jetzt schon mehr Einsatz gezeigt als du, Walter. Ja, der war brav. Das ist ein Polizeianwärter, der hat gefälligst das zu tun, was man ihm sagt. Das hat er super. Ja, genau, Walter. Genau darum geht es. Zu tun, was einem gesagt wird. Alter, ist Beileid. Lass dich nicht von diesen werten Damen immer zu sehr einschüchtern. Ein Mann muss auch mal sich dagegen stemmen. Wenn wir recht haben, haben wir recht. Und gegen die Omasen sagt man sowieso nie was. Genau, also Stefan, hör nicht auf den Walter. Der weiß eh meistens nicht, wovon er redet. Und du magst bestimmt Käsekuchen. Aber er ist der Polizeiinspektor. Gammelt er nur vor sich hin. Ach, was glaubst du, warum der Polizeiinspektor ist? Dass er seine Arbeit gut macht? Nein, hast du dem schon mal durchschaut? Er hat doch den Fall gelöst. Was? Den Fall gelöst. Hast du uns nicht zugehört? Wir haben das doch alles. Müssen wir es dir nochmal erklären? Den kriegen wir schon ordentlich erzogen. Da schauen wir jetzt jeden Tag vorbei, bis er es verstanden hat. Jeden Tag am Revier und bringen ihm das Wichtigste bei der Ermittlung. Weil vom Walter lernt er eh nichts Gescheites. Der Walter kann ja nichts. Ja, und so blenden wir an der Stelle ab, wie die Mordsmalerin den armen Polizeianwärter Stefan Holmes versuchen, weich zu bereden. Wir haben ihn jetzt adoptiert. Ja. Während Frau Pröfstl und dann Herr Schröter, der Sportlehrer, abgeführt werden und entsprechend die Indizien, die Theorie der Mordsmalerin hundertprozentig zutrifft, mit entsprechend dann auch eine Anklage dann verlesen, aber das passiert alles Monate später und alles viel später als potenziell der nächste Fall, der
über lange Schatten in Bad Bründelholz, wann immer wir auch dieses Abenteuer dann spielen werden. Aber dieses Abenteuer, ein Strohhut im Schilf, geht damit zu Ende. Und vielen Dank an der Stelle für die wunderbare zusammengebaute Theorie aus vielen Hinweisen, die ich möglichst neutral hoffentlich formuliert habe. Und ja, würde ich euch noch dazu einladen, eure Gedanken zu dem Abenteuer, der Ausgangssituation, wenn ihr wollt, noch zu äußern. Ja, also ich hatte wirklich gehofft, dass wir noch mehr Hinweise finden, weil meine ursprüngliche Idee war wirklich, dass der Martin was mit der Isolde hat und dass wir noch mehr Hinweise in die Richtung finden, dass es einer von den beiden war, weil... Jetzt gebe ich dir lese dir mal die anderen potenziellen Hinweise vor. Gerne. Ob da irgendwas dabei gewesen wäre, was dir weitergeholfen hätte. Also, was wir noch nicht verbaut hatten, waren eine Visitenkarte mit unterstrichener Telefonnummer und vermerkt dringend, Ausrufezeichen. Was wir auch nicht gefunden haben, wäre eine nackte Fußspur gewesen. Also passend zum verlorenen Badelatschen. Ja. Ein faustgroßer Stein mit einem Blutfleck. Ein Flugblatt greift Prübstl persönlich an. Badeerweiterung, reiner Wahnsinn. Also Rainer mit AI geschrieben, wie der Herr. Eine das Nachricht, ist gerade für der Ökoterroristin, ja. Eine Nachricht treffen heute um 5 Uhr bei der Bank im Schilf. Mhm. Bericht über einen Streit bei der Bürgerversammlung zur Schwimmbaderweiterung. Ein Glas voller toter Fliegen, wie Angler als Köder verwenden. Der Bohrbericht über hygienische Mängel in der Schwimmbadhalle. Dann haben wir noch die Fragen einer Abiturprüfung, die in 3 Tagen ansteht. Ein ablehnendes Schreiben als Antwort auf eine Bewerbung. Ein neongelber Schnürsenkel. Eine im Schiff verborgene Schnupftabakdose. Und das Buch Abiturtraining, Biologie, Neurobiologie, Verhaltensbiologie und Evolution für den Gebrauch in der gymnasialen Oberstufe. Ja. Wäre da was dabei gewesen, um deine Theorie aufzubauen? Entweder der Schnürsenkel und auf jeden Fall die Angelköder. Mhm. Also alles andere hätte es noch absurder gemacht, vor allem wenn wir die Schnupftabakdose gefunden hätten. Potenzieller Verdächtiger steht auch der Oberinspektor, der Polizeiinspektor auch auf der Liste. Was? Ja, das ist auch der Polizeiinspektor. Alter und Schnupftabak. Ja. Ist der nicht immer sowieso dabei? Mir kommt ja. Das gibt es sehr viel. Das ist jedes Mal, das ist, glaube ich, Standard bei dir. Ja. Also potenziell könnt ihr immer auch den Polizeiinspektor also gesehen überführen. Das wäre so als Grand. Das wäre dann der Meter, was muss ich dann machen mit dem Polizeiinspektor? Ist er dann weg? Braucht man neu? So frei nach dem Motto, wir brauchen einen neuen Polizeiinspektor. Der ist gar nicht inkompetent, der ist der Täter. Das ist eine schlaue Sache. Ja, die auch immer. Nee, das wäre so der Metaplot. In Wahrheit war alles er und er hat halt nur geschafft, dafür zu sorgen, dass die Hinweise, die gefunden werden, immer auf andere Leute zeigen und dass sie trotz mangelnder Geständnisse immer überführt werden können. Und am Ende kommt raus, der Inspektor war das Mastermind, was seit Jahren Morden durch Bründelholz zieht. Es gibt auf jeden Fall einen Kampagnenrahmen. Also man kann das Spiel hier als Kampagne spielen und wenn wir also noch ein weiteres Abenteuer dran machen, können wir daraus die Kampagne stricken. Also ich finde das auf jeden Fall sehr amüsant. Ja, irre witzig. Mhm. Irre witzig. Ja. Und die Tatsache, dass es so offen ist. Ja, ich habe am Anfang ja echt erst mal gucken müssen, also dass man halt nicht, dass man hat es den Hinweis. Also, Private Eye, es ist was genau. Anderes. Aber es ist total cool, also dass es halt so offen ist, dass man so viele Theorien da irgendwie haben kann. Das finde ich, als die große Stärke ist, dass man da nicht so an jeden Hinweis hängt. Hm. Man die und die Probe geschafft haben muss, um diesen Hinweis zu kriegen. Mhm. Also was mir aber aufgefallen ist, dass man irgendwann so doch an seinen eigenen Geschichten hängt, die man sich so mit den Hinweisen zusammenpuzzelt und dann feststellt so, ey, scheiße, dieser Hinweis, den ich gerade gefunden habe, der passt nicht in meine Geschichte. Aber ich möchte gerne, dass diese Geschichte wahr ist.
das ist halt so ein bisschen auch mit die Krux daran, dass man irgendwann sich in seinen eigenen Gedanken verrennt. Ja, man hat dann von so vorne, irgendwann von vorne anzufangen. Ich finde, man hat so ein bisschen so ein Glücksrad-Moment dann. Ich möchte bitte lösen. Ja. Ja. Gut, dann frage ich einfach anders. Wollt ihr ein weiteres Abenteuer mit mir spielen? Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, gerne. Dann schauen wir mal, dass wir noch irgendwann wieder ein neues Anschlusstermin finden. Mal gucken, wann wir das hinkriegen. Aber das können wir gerne anpeilen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle, habt ihr noch weitere Anmerkungen? Ansonsten würde ich an der Stelle schließen. Außer dass man natürlich immer noch Brigitte alias Liesel entsprechend unter den in der Beschreibung findenden Links auch finden kann. Unter anderem mit ihren eigenen Actual Plays, mit ihrem eigenen YouTube-Kanal, mit ihrem Podcast. Und man kann sie auch entsprechend beauftragen für alles Mögliche im Rollenspiel-Kontext, Kreativ-Kontext, wenn ich es nicht falsch wiedergebe. Illustrationen aller Art. Genau. Und einzig, was ich sagen möchte, ist, folgt dem Zeitiger hier auf YouTube. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, das Spiel zu spielen, probiert es aus. Ja. Genau. Den Link zum Spiel findet man auch entsprechend unter der Videobeschreibung. Es ist ein kleiner Download bei itch.io. Es ist ein original deutsches Werk. Es ist ein deutscher Autor dahinter. In diesem Sinne sage ich auch nochmal vielen Dank an Florian Kalender, der nicht ganz so geschrieben wird, wie man ihn ausspricht. Aber ja, der ist der Schöpfer dahinter und der hat das sehr wunderbar gemacht. Ich habe mich instantan verliebt und gesagt, okay, das passt prima zu Wesen in Bayern. Mache ich jetzt noch Krimi-Kennerin in Bayern. Das ist wunderschön und deswegen nochmal vielen Dank an dieser Stelle an den werten Autoren dahinter, der das auch selber dann in Social Media auch weiterverteilt hat. Dahingehend auch mal danke. Und der hat sich auch sehr gefreut über die erste Episode. Da hat er sich auch sehr drüber gefreut. Genau. Und genau, ansonsten alle anderen, genau, den Spiele-Podcast, den Spiele-Podcast, Moment, jetzt muss, am besten sagst du es selber. Ich bin vom Spielkiste-Podcast. Wir haben jetzt noch eine Folge ausstehend, dann haben wir eine kleine kreative Pause. Und die wir hoffentlich mit einigen One-Shots überbrücken. Zum Beispiel nächste Woche haben wir den Weltenweber als Gastspielleiter und spielen mit ihm zusammen Vampire the Masquerade, yay, der 5. Edition. Ah ja, stimmt, du bist auch dabei. Ja, aber nicht so alt. Also eigentlich älter. Wahrscheinlich. Ja, kommt drauf an. Schauen wir vielleicht mal. Vielleicht sind wir auch Küken. Vielleicht. Küken macht mehr Spaß, finde ich. Aber ja. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe jetzt eine Vampire-Runde dann beim Familien-Nerd irgendwann in Aussicht stehend. Mal gucken, wann das, genau, der Termin steht schon fest. Ich habe den nur jetzt nicht ganz im Kopf. Das wird ein One-Shot. Mal gucken, ob ich dann endlich mal einen Malkavianer spielen darf, nachdem ich noch nie Vampire spielen durfte. Die sind lustig. Genau. Und Malkav ist witzig. Ja. Ich kann sehr schön verrückte Charaktere spielen. Das, glaube ich, kriege ich ganz gut hin. Gut, und ansonsten, ja, das nächste, was jetzt noch ansteht, wenn man auch die Brigitte wieder sieht, ist im Sommer, im August sehen wir dann Wesen im Sommer mit dem aus dem Heinz-Korn Online-Workshop entstandenen Abenteuer Ein seltsames Kind in Ingolstadt. Und ansonsten geht's weiter mit das andere Wesen noch fertig gemacht werden. Dann kommt noch der Abschluss von Rivers of London in der Post-Production. Also es kommt einiges noch hier. Coriolis geht weiter. Coriolis geht auch im Herbst dann in den nächsten Few-Shot. Wenn ihr das interessiert, ähnlich wie das Lied, ein Lied für Jaroma oder beziehungsweise Jaromas Schatten. Das Jaromas Schatten war ja ein fünfteiliger Few-Shot, mein eigenes Abenteuer und sowas ähnliches wird im Herbst nochmal passieren. Wenn ihr entsprechend Interesse habt, folgt gerne der Discord-Einladung und tragt euch entsprechend auf die Interessensrolle Coriolis ein. Dann werdet ihr entsprechend darüber informiert, wenn diese Terminumfrage irgendwann stattfindet. Wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Sommers. Genau. An dieser Stelle machen wir dann jetzt hier den Deckel zu und sagen klassisch, wie im Bayerischen so ist, Servus und Baba. Servus. Servus. Servus.